übergebe sie euch einfach mal den Protokollen ungemäß. Das wird schon in Ordnung so sein. Seid ihr wirklich ganz allein hier im Institut? Zurzeit schon. Einige Geräte haben uns einbestellt, um das Auge des Morgens vom Orden des Auge zu überwachen. Aha, scheint ja wichtig zu sein. Es handelt sich dabei um ein schwarzes Auge, also ja. Aha. Das würde ich mir gerne mal ansehen. Es weilt in Garret. Deswegen sind viele nicht hier. Ach so. Wenn wir wieder in Garret sind, werde ich mir das auch mal anschauen. Naja, einfach so anschauen könnt ihr euch das natürlich nicht. Ihr müsst dazu schon eingeladen werden. Ja. Egal, erklärt mir doch mal dieses Schlangentor. Das scheint ja unter den ganzen Irkhalken, Gardisten und sonstigen Feinden hier einen schlimmen Ruf zu haben. Es stammt aus der späten Rohalszeit oder genauer gesagt den Magierkriegen. Die Aufzeichnung ging im Führungsstreit des Instituts verloren. Allerdings gibt es kundige Historiker, die Ähnlichkeiten mit Kunstwerken der Alhania auffallen. Vor allem deswegen, weil es dann Schlangen sind. Diese Ornamente entstammen dann wohl nicht dem Hesinde-Kodex, sondern vielmehr dem Glauben der Alhania und deren Artefaktkenntnisse. Man kann einige vergessene Stätten noch heutzutage in Tobrien finden. Tatsächlich allerdings basieren... Es gibt auf dem Portal innewohnenden diese Magie gebundene Rituale zum Schutz der Gemeinschaft. Die heute vergessenen Rituale umfassen dann vor allem so etwas wie ein Seelengespür, würde ich sagen. Es ist also eine Mischung aus magischer und karmaler Analyse. Sowohl etwas, was ich klassifizieren würde als Aura des Friedens oder ein Zeichen gegen Magie. Vor allem deswegen können dann keine Magier hier eindringen oder eben auch Paktiere. Das ist hochinteressant. Irgendwann muss ich einmal wiederkommen. Definitiv. Viele Generationen haben sich diese Schlangenportale bereits besehen. Und da wir Hellsichtsmagier sind, bin ich mir nicht ganz sicher, ob euch es gelingt, so sehr ich eure Zauber nicht in Zweifel ziehen mag, aber selbst uns gelingt es nicht, alle Zauber zu rekonstruieren. Ah, ja. Oh, ich bezog mich auch eher darauf, dass ich die Schriften dazu lesen würde, denn ich nehme schon an, dass gerade die ansässigen Magier durchaus längerfristige Studien hier betrieben haben. Das kann ich natürlich in kurzer Zeit nicht leisten zwischen meinen sonstigen Aufträgen. Ich vermute, die nächsten 2 Tage während einer Regenerationszeit habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, euch in meiner Bibliothek umzusehen. Das klingt gut. Sehr gut sogar. Woher wisst ihr, dass ich 2 Tage zum Regenerieren brauche? Schaut euch einfach nur an. Ein Hellsichtsmagier. Ja. Ich würde euch bitten, fortan aus meinem Kopf hinaus zu bleiben, wenn ihr so etwas getan habt. Ansonsten, ja. Voltax, in einer solchen Zeit, da dürft ihr es ihm nicht übel nehmen. Das hat nicht nur etwas mit Gedankenlesen zu tun, so etwas würde ich im Vorfeld ankündigen, sondern vielmehr dessen, dass mir der Lauf von Satinav etwas offenbart wird. Ich darf die Zukunft zwar nicht verändern, aber ich darf sie kennen. Aha, ich verstehe. Verstehe. Ich habe einen ähnlichen Zauber, der das in die andere Richtung macht. Ich kann mir Sachen historischer Natur anschauen. Aber ich wollte euch nicht beleidigen, indem ich annehmen ließe, dass ich in eurem Kopf war. Kein Problem, kein Problem. Schon vergessen. Also, ihr sprachet von einer Bibliothek. Das klingt ja höchst interessant. Nun, die Giftschränke von uns im Keller werde ich euch natürlich nicht zeigen, ebenso wie die Bleikammern, aber die Bibliothek steht euch offen. Bitte folgt mir. Gerne. Sagt einmal, diese Karte von der Kanalisation, woher habt ihr diese Informationen? Also, das ist ja schon teilweise ein weitreichendes Netz. Reichen eure Zauber wirklich so weit? Ihr konntet sie entschlüsseln. Ja. Gezeichnet. Nun, die Kanalisation befindet sich den Annahmen nach nicht mehr unter Romulus, sondern in einer Globule. Es gibt allerdings mehrere Zugänge, die ebenso noch erreichbar sind, die an verschiedenen Stellen liegen. Wenn ich
die Runen richtig interpretiere und auch die... Ich habe es tatsächlich zweimal gewagt, mich dort unten nicht zu begeben, was sehr gefährlich ist. Ich gehe davon aus, dass sie ein Tor sowohl nach Wahrung öffnen wollen, als auch nach Yol'Gurmak, was von dieser Kanalisation durch den Limbus führt und Truppentransporte von Schwarz-Ysilien nach Romulus oder in die Finstermark ermöglicht. Es gibt mehrere solcher Punkte. Romulus ist nur einer von vielen. Interessant. Wie habt ihr das herausgefunden? Er schaut dich wieder an. Ähnlich, es ist der identische Blick, den er eben Boltax zugeworfen hat, und dann bekommst du die ähnliche Antwort. Ein Hellsichtsmagier. Ja, entschuldigt, dass ich nach eurer Methodik gefragt habe. Ich sagte ja, wir müssen uns früher oder später um die Kanalisation kümmern. Richtig, aber wenn es eine eigenständige Globule mit mehreren Zugängen ist, dann wird das ein größeres Unterfangen. Genauso wie es wahrscheinlich auch nicht über Nacht gewachsen ist, oder? Bibliothekar. Nein, und an diesem Werk sitzt nicht nur der verfluchte Asmodeus von Andergast, sondern auch in Wahrung eine Nekromantin, die für und mit dem schwarzen Drachen agiert. Ist das, steht das in Verbindung mit dieser Grube, die auf dem Boronsanger ausgehoben wird? Dazu weiß ich nichts. Weder von der Grube noch von einem Zugang zur Kanalisation. Das ist bedauerlich. Vielleicht könntet ihr eure Magie demnächst einmal dorthin lenken. Wir werden mal nachsehen, was in dem Bohrenanger selbst passiert. Aber, wie gesagt, meine bisherigen Forschungen galten dem riesigen Ritual. Ihr seid bereits über Myrona ja Menario informiert worden, korrekt? Ich bin gerade nicht mehr. Ah, doch. Wo wir so gedacht haben, oh, die klingt so ähnlich wie Abelmir. Ja. Genau, also damals hatte derjenige natürlich auch gesagt, dass irgendwas mit Morenes, vielleicht einfach nur, weil Abelmir sich mit diesem Namen vorgestellt hat und sie so einen kleinen Dreher drin hatte. Aber ja, also es klang sehr ähnlich, wohl aber auch nur, weil der Name falsch gemerkt wurde. Aber Myrona, ja, Menario ist definitiv eine Person, die euch schon genannt wurde. Sie ist diejenige, gut, die dem Beschwörerkreis von Karasuk nicht vorsitzt, aber einen sehr hohen Stellenwert dort besitzt. Und sie ist die Kontaktperson für dieses Portal, nehme ich an. Zumindest in den Ruinen von Werheim. Sie sitzt an Werheim, Asmodeus sitzt an Romulus und gemeinsam benutzen sie diese Kanalisation und den Limbus, um Tore nach Wahrung und nach Yol'Gurmak zu öffnen. Aber nicht nach Werheim selbst. Auch nach Werheim. Auch nach Werheim. Aha. Dann müssen wir hier Asmodeus töten und dann die Frau, die so ähnlich sind wie Abelmir. Sicherlich könnt ihr uns dazu dahingehend beraten, ob der Tod des Asmodeus von Andergast dieses Ritual aufhalten wird. Der Tod von Asmodeus von Andergast wird definitiv stattfinden und ebenso durch eure Hände. Allerdings werde ich darf euch nichts Genaueres zu sagen, ohne die Zukunft zu ändern. Allerdings gut, wird das, sein das Tod weiteres mehr Leiden mit sich bringen. Ja, das war auch mehr, als ich eigentlich gefragt hatte. Mich interessiert vielmehr, wo die taktischen Schwachpunkte dieses Rituals sind. Also wo könnte man noch ansetzen, um dieses Ritual zu verhindern? In den Kanälen. Und wo genau dort? Ich meine, dort unten scheint sich alles zu verändern. Das ist die Schwierigkeit. Ihr braucht starke Limbus-Magie, um euch dort zurechtzufinden. Ja, das ist ein großes Problem. Mit dem Limbus kenne ich mich nicht gut aus. Das ich auch nicht. Vielleicht finden wir hier etwas in den Büchern. Habt ihr Bücher zu Limbus? Er schaut dich wieder mit diesem Blick an. Ja. Wunderbar. Ha, als hätte ich es geahnt.
Abelmir, Kiaras Rafim und Okurian, was wollt ihr derweil machen, die nächsten 2 Tage? Sind es wirklich 2? Das gucken wir uns gleich mal an, wie so die Regenerationsproben von Boltax sind, aber zumindest habt ihr die nächsten 2 Tage erstmal viel Zeit. Und dann wirklich nacheinander mal oder erzählen? Ja, Abelmir, fang mal an. Also, ich hatte vor, zu entspannen, die allgemeine Lage zu beobachten, den Baron zu beschäftigen und ihm seine unsinnigen Pläne auszureden oder ihm noch unsinnige Sachen einzureden, damit er davon abkommt. Und ja, ihn so erzählen zu lassen von seinem Land, von seinen Leuten und ihn ein bisschen zu beschäftigen, andere Gedanken zu bringen vielleicht. Entspannen wird nicht sein. Du wirst dich sehr unruhig fühlen. Jetzt, wo du nicht mehr in der Nähe von dem Heimstein von vom Angrosch-Tempel bist und es hier keine geweihten Tempel gibt, du fühlst dich beobachtet, belagert. Du spürst auch das Treppeln und Trippeln um dich herum. Nicht nur hinter den Wänden, hinter den Mauern, sondern auch in den Mauern, als ob sie teilweise sogar unter deiner Haut sitzen. Kratzt dich so ein bisschen und schorfst so ein paar Stellen auf. Es ist ganz, ganz ekelhaft. Und ähnlich wie auch bei den anderen wirst du feststellen, dass die Stimmung durchaus schon geladen ist und viele Leute sehr aggressiv reagieren. Auch du wirst nicht schlafen können, sondern immer nur unruhig dich hin und her wälzen. Des Weiteren würde ich an den Burgmauern, also an den Donnerfeldmauern, im Abstand jeweils von 7 Schritt Pentagramme anbringen, damit man sie hat, falls man sie benötigt. Ja, Kiaras, du kannst aufhören zu würfeln. Es gibt keine Regeneration. Das ist für die Wunde. Die geht nicht weg. Okay. Wussten wir auch vorher. Pentagramme anbringen. Mit irgendwelchen speziellen Dämonen? Nee, allgemeine Pentagramme, Zeichnung mit der Zauberkreide Qualität F. Ja, okay. Fehlt natürlich trotzdem noch der eingetragene Name des Dämons, damit das richtig hilft, aber zumindest wirst du dann schneller, wenn es. Grundsätzlich ist es egal. Ist natürlich mit einem wahren Namen hilfreich und einfacher, richtig, aber es geht auch so. Ja, also du musst am Ende musst du dann noch irgendwo die Zayat-Glyphen dann eintragen. Es ist nicht der wahre Name, den du eintragen musst, aber zumindest musst du halt draufschreiben, sowas wie ich entschwöre jetzt in 3, oder? Und die Domäne wahrscheinlich vielleicht noch. Genau, Domäne Leugramot kannst du natürlich schon eintragen, weil gut, wenn jetzt halt irgendwelche Skelette ankommen, dann ist das nochmal ein anderer Fall, aber. Aber es geht auf jeden Fall schneller, denn wenn es schon mal vorne ist. Fall. Gut. Damit hätte ich wahrscheinlich genug zu tun. Kiaras. Ja, ich möchte einmal die Rondra-Geweihte aufsuchen, ob die vielleicht hier irgendwie eine Waffenkammer haben. Ja, Waffenkammer haben sie, vor allem dann Langschwerter, die sie dir geben können, oder... Bringt mir nichts, haben die Reitersäbel? Nein, haben sie nicht. Ansonsten helle Baden kann sie dir auch noch geben. Ja, gut, dann nein. Kann ich nichts mit anfangen. Dabei halte ich lieber meinen Dolch. Sonst noch irgendwas, was du tun magst? Nein. Hast du nicht noch ein Kurzschwert, Marker Heisinger? Sonst kannst du meins haben. Ja, weil ich auch die ganze Zeit ein Kurzschwert durch die Gegend schleppe. Nein, habe ich nicht dabei. Dann kriegst du meins aus Laie. Gut, kann ich auch nichts mit anfangen. Kannst von Fechtwaffen ableiten. Ja, gut. Besser als nix. Besser als Dolche. Ich habe immer noch. Ich habe die Armbrust dabei, ich benutze sie. Also du kannst auf alle Fälle mit der Armbrust kannst du üben, ja. Ja, ich übe da mit der Abalone und muss die im Kampf benutzen, ich habe nichts anderes mehr. Wie schwer ist die Abalone? Warte, ich guck mal. Weiß nicht, 8 Kilo oder so. 8 Kilo und die hast du die ganze Zeit beim Schleichen mitgeschleppt? Ich habe ja sehr erfolgreich geschlichen, oder? Abalone wiegt 480 Unzen. Geteilt durch? 40. 40. 12 Kilo. Wie hoch ist deine Körperkraft? 13. Also, ich gehe mal davon aus, du wirst die Abalone zurückgelassen haben im Ingram-Tempel. Dann bin ich absolut unbewaffnet, ja. Hast du nicht noch eine Arbalette? Ach nee, die haben wir im Dings. Die habe ich auch nicht dabei. Also, eine Armbrust kannst du hier bekommen. Du kannst mit einer Armbrust ausgerüstet werden. Oder auch eine Kurzbogen.
Also du kannst dich auch auf alle Fälle üben, ne? 2 Tage nichts zu tun. Ja, gut, dann nehme ich mir eine einfache Armbrust und übe damit. Gut. Rafim. Ja, also erstmal hauptsächlich laufe ich Kiras hinterher und weil ich den nicht aus den Augen lasse mit den ganzen Mittelreichern, den kannst du ja nicht trauen. Paktiererhaufen und so. Und ansonsten würde ich, ehrlich gesagt, laufe ich Kiras hinterher und begleite den bei dem, was auch immer er tut und gucke alle böse an, die in seine Richtung gucken. Also nichts an eigenständiger Motivation. Naja, also ich fange jetzt nicht an, da mit diesen Leuten zu reden, die sind eh schon alle angepisst und ich klatsche die bestimmt, wenn die frech wären. Deswegen fange ich nicht an, mit denen zu reden und ich meine, wir sind nicht für einen spontanen Ausbruch zu begeistern, oder? Oh, kommt drauf an, wo du hin willst. Also der Bürgermeister will natürlich, dass der dann abends aufbricht in Richtung der Scharfschützen. Ja, der ist ein dummer Sack. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt natürlich mit 4 Leuten plus die Rondrianerin wird nicht mitkommen, aber vielleicht 2-3 Krieger der Feuerlilie. Dann könntet ihr aufbrechen und mal da oben versuchen aufzuräumen. Hab ich Goldgier? Nein. Bin ich lebensmüde? Hast du vielleicht sowas wie autoritätsgläubig? Nee. Außerdem haben wir festgestellt, er hat keine Autorität. Warum? Lass mich. Punkt ist. Also du hast Arroganz. Also er kann sich nicht selbst zum Bock machen. Gerechtigkeitswahn. Zieltreue. Du kriegst mich da nicht raus, Basti. Was ist denn deine Prinzipientreue? Höflichkeit, Gehorsam, Mut. Höflichkeit und Wahrheit, Gehorsam. Weggekauft. Was hast du gesagt? Gehorsam? Ja, und Mut. Wie ist denn Gehorsam definiert? Gehorsam wie nennt man das? Was ist das Gegenteil von Untergebene? Vorgesetzte. Übergebene? Den wir überstellten. Überstellten. Chefs. Okay, also er ist kein Bandstrahler, er ist halt nur der Vorsitzende. Ja, wäre ich noch Anhänger, könnten wir darüber diskutieren, dann würde ich ihm irgendwann eine klatschen, aber nein. Okay, also er wird euch zumindest die ganze Zeit bereden, aber du musst da jetzt nicht getriggert durch deinen Preiauswahn dann da rein. Nee, ich möchte ihn natürlich trotzdem davon ungesund. Von der Idee abbringen, notfalls dann mit dem Hinweis, dass wir die Magier brauchen. Da bin ich doch irgendwann für. Ja, überzeugen sonst. Was mache ich wiederum? Lass mal überzeugen. Das sieht gut aus. Ja, wie hoch ist deine Arroganz? Mittlerweile nur noch 7. Ziehen wir nochmal 7 Punkte ab und dann würfelt er mal so eine Menschenkenntnis dagegen. Sieht gut aus. Lässt sich nicht davon abbringen. Ja, hast du sonst noch irgendwas vor? Ja, natürlich. Ich möchte mit der Rondrianerin sprechen. Einfach ihre Version der Lage. Ich glaube, da kommt nichts Sonderliches rum. Nee. Dann noch von ihr einen kurzen Stand, wie viele Krieger sie hat. Sie ist alleine. Sie hat hier 20, 30 Krieger der Feuerlilie, aber das reicht eben nicht. Ansonsten keine Rondrianer. Aber das sind echte Krieger von der Feuerlilie. Die wurden an dir. Hier liegt auch die Kriegsakademie. Ja, das sind echte Krieger, ja. Okay. Dann. Der Rondra-Tempel gibt's nicht mehr? Zumindest nicht hier, ne. Okay. Dann möchte ich als letzten Amtsakt noch von dir erfahren, was wären die sonstigen Erschwernisse, wenn ich jetzt meditieren wollte. Abgesehen von denen, die ich sowieso kriege, weil es zu noch nicht lange noch her ist. +3. Wäre insgesamt eine +11. Also es ist halt nicht so ein erschwertes. Es ist. Also Rommel ist an sich ist nicht unheilig. Aber hier fehlt der Heimstein, die wurden alle verflucht. Das ist das Problem. Eine +11 bei einem 15er THW. Wir kriegen in den 2 Tagen nochmal Karma zurück, ne? 1. Genau. Ja. Wenn ich eine 3 würfel, hilft's mir. Also wenn ich 3 übrig behalte, hilft's mir was. 3. Oh. 2. Es hilft nichts. Eine andere Gelegenheit kriegen wir eh nicht mehr. Also ja, ich möchte meditieren. Es ist 8 erschwert, weil es das letzte länger als 2 Tage her ist. Dann nochmal 3. Wir können Mitbeter haben. Es ist sonst nichts. Ein paar, das mir jetzt nicht gnädig ist, muss mal sehen. Aber das sieht gut aus. Ah, sieht's nicht. 1 Punkt sind wie viel Karma? Naja, sind 1 Karma. 1 Karma nur? 1 Punkt sind 1 Karma. Okay. Setzt sich 1:1 um. Ekelhaft. Naja, ich meine, in 2 Tagen bin ich auch noch 15. So, Boltax hat eine Regeneration schon geschmissen. Ich habe 2 Regenerationen geschmissen. Wie sieht's aus bei dir? Jetzt könnte ich wieder. Ich habe einen genau drüber. Diese Runde darf auch nochmal regenerieren. Genau, ja, ich wollte fragen, ob es bei uns irgendwelche Modis gibt, bevor genau. Ich werfe. +0, ganz normale Betten von. Gut, ich wollte hinsichtlich der Modifikation noch eine Sache fragen. Ich habe nämlich Kraftlinienmagie 1.
Dadurch, dass wir auf irgendeinem Knoten, Nodizee oder ähnlichem sind. Ja, ich habe ja auch eine schöne Karte zu den Kraftlinien. Da muss ich gerade mal schauen, ob Romulus auf einer Kraftlinie liegt. Beziehungsweise das ist in der Wildermark-Karte drin. Ne? Lass mich das recherchieren. Ihr könnt in der Zeit, ihr zu zweit schon mal spielen. Ja. dieses Buch scheint ja ganz interessant zu sein. Ihr nutzt Stäbe als wesentliche Form eurer Rituale, so wie ich meinen Schlangenring scheinbar. Ich kann natürlich nichts zu eurem Schlangenring sagen. Der Stab ist natürlich ein Standeszeichen, aber auch nicht nur. Er birgt eine gewisse magische Kraft. Zum Beispiel ist er profan nicht zerstörbar. Und auf einige Art und Weise erleichtert er das Zaubern, sodass man zum Beispiel leichter kleine Veränderungen an Zaubern durchführen kann. Oder meinen habt ihr auch schon mal gesehen, wie er sich in ein Flammenschwert verwandelt? Oder Abelmies in ein Seil? Also das ist schon beeindruckend. Das stimmt allerdings. Es ist natürlich kein zentrales Element unserer Zauberkunst. Dafür sind andere Sachen notwendig. Aber es ist natürlich ein nützliches magisches Instrument. Ich verstehe. Romulus liegt selber nicht auf einem Knotenpunkt. Die Amul Chatra, die führt dran vorbei. Ist leider in Norborn und in Haufen, da würdest du dann regenerieren, aber... Ja gut, dann... Nein, leider nicht. Ja, kann man nichts machen, aber gut. Du spürst dann noch, wie Setin auf Kette 2 ganz weit im Osten von dir vorbeiläuft, aber... Nee. Das ist nichts zu holen. Hätte ja sein können. Naja, gut, ich würde mich dann mit Isaru noch ein bisschen interessiert über ihren Magierstab unterhalten, weil es doch schon sehr praktisch, das Ding. Ja, nachdem wir das Thema dann durchgekaut haben, wollten wir ja auch noch die Bibliothek suchen und was für Empfehlungen zur Limbus-Magie bekomme ich denn? Ja, willst du irgendwie nur einen Zauber haben? Boah, also ich habe im Moment die AP, um irgendwelche neuen zu lernen, aber wenn ich die jetzt irgendwie gut können muss, dann sieht's nicht so gut aus, ne? Also wenn du willst, ich würde dir, frag mich halt, ob du irgendwas Neues haben willst, du kannst dich natürlich auch ganz profan in Limbus-Magie einlesen, aber kannst jetzt auch Zauber lernen, frag mich einfach, wenn du irgendwas brauchst. Ja, dann schaue ich mal kurz. Kannst natürlich in den Hauszaubern von der Akademie gucken. Aber ansonsten kann sich Boltax wieder bereit machen für seinen Transport durch die Erde. Ja, das würde ich dann auch machen, sobald dieser Runen eingeht. Ich würde natürlich auch ein bisschen querlesen. Verschiedene ja, Sachen. Klar, also das steht euch beiden, wie gesagt, offen, dann die Studien. Das ist für dich natürlich ein bisschen schwieriger, weil das alles sehr, sehr gildenmagische Rituale sind, die dich nicht so ganz in Einklang mit Mutter Sumu zu bringen sind, aber... Ja, ach genau, dann würde ich halt über... Man möchte sich auch weiterbilden. Isarun hat mir eh schon vom Stab erzählt, dann lese ich halt weiter über die magische Ritualzauberei. Um dann meinen Glauben zu stärken, wir Geoden sind doch einfach viel besser in unserem Ritual. Aber ja, wie gesagt, fragt einfach, wenn ihr irgendwas haben wollt, muss auch nicht jetzt sein, könnt ihr dann später im Forum dann erfragen. Ja. Können wir dann nochmal drüber sprechen, ob da irgendwas an Zaubern bei sein soll in den 2 Tagen. Alles klar. Gut, dann Rückreise. Dann würde ich mich wieder... auf ebenen Boden begeben, allerdings nicht vors Schlangentor, sondern diesmal schön dahinter, denn ich möchte ja nicht wieder draußen auf die Belagerer treffen und dann wieder die Geister anrufen. Oh, ihr großen Geister von Erz, von Humus, wie schon vor 2 Tagen rufe ich euch erneut, transportiert mich zu dem Ort, von dem ich euch vor 2 Tagen gerufen habe. Ja, und wirkt dann wieder meinen langen Ring. Zauber, diesmal auch wirklich den Befehl so formulierend, fragt mich, sodass ich über der Erde rauskomme, mich und meine Begleitung. Und wo? Wohin? Ja, da habe ich doch gesagt, an diesen Ort, an dem ich euch vor 2 Tagen gerufen habe. Okay, ja, gut. Gut, und ja, das ist gut, Intuition, Körperkraft.
Mut, Intuition, Körperkram. 14, 15. Mut sind 2 weg. 17 sind Körperkraft. Ja. 17 auf die 13, da fehlen 4 Punkte. Sind das insgesamt 6 Punkte. 14er Wert, also das ist kein Problem. Gut. Und dann noch eine Klugheit hinterher. Von Iserum bekomme ich wieder die Selbstbeherrschungsprobe. Ah. Aber die Klugheit ist geschafft, weil ja RKP-Stern noch als Erleichterung mit reingehen. Ja, schade. Gut, dann werdet ihr wieder durch die Erde transportiert, gerissen und schlagt auf der anderen Seite wieder brutal auf. 1W20. Diesmal wird Iserun hart erfasst. Voltax kann das verkraften, aber du merkst dann, wie dir die Hand von Iserun wieder abgerissen wird und 18,5 sind 9. Möchtest du eine Trefferzone auswürfeln? Ich möchte nicht. Konstitution 13 sind 14 plus 2. Also es ist gar keine Wunde, oder? Eigentlich ist es keine. Warte mal, wie ist denn deine Wunschwelle? Wo warst du? Wenn du deine Wunschwelle. 9. Ja, nee, dann passt das doch. Dann hast du keine Wunde. Das sind nur 9 Trefferpunkte, die dir fehlen. Das machst du mich ganz irre hier. 9 TP weniger. Schlägst du gerade hart vor Abelmir auf den Boden ein? In den 2 Tagen hat der Regen wieder aufgehört. Die Straßen sind aber trotzdem immer noch schlammig, verkrustet und ihr fühlt euch weiterhin nicht sehr heimisch. Auch gerade wenn jetzt die Sonne wieder von oben runter brennt und euch das Leben weiterhin schwer macht mit einer sehr, sehr stechenden Sonne, sodass ihr wieder schwitzt. Das hat mich meine letzte Kraft gekostet. Iserun, lasst mich euch aufhelfen. Ach, das ist wirklich nicht die bequemste Art zu reisen, aber sehr effektiv. Ja. Entschuldigt, ich muss mich gerade mal übergeben. Sie tritt einen Schritt zurück. Nicht das erste Mal, dass es einem von uns passiert. Hm? Mir ging das auf dem Schiff ja auch nicht anders. Ah, ich weiß, nicht für jeden ist jede Art von Reisen geschaffen. Das könnt ihr laut sagen. Das letzte Mal, als ich an so einem solchen Limbus-Reise antreten musste, habe ich mich auch erstmal erleichtert danach. Man reist doch nicht durch den Limbus. Man reist durch die Erde. Das ist ein angenehmes, heimeliges Gefühl. Überall ist Erz und Humus und ha, ha, ha. Was weiß ich denn, welche Reise? Mag ihre wieder natürlichen Reisen konstruieren. Das ist nicht wieder. Ich sage euch nur das, was mir die Gelehrten erzählen. Auf dem Boden der Tatsachen. Das Natürlichste, was es gibt, denn es ist ja elementar und elementar ist in dieser Sphäre verankert.